Hier können Sie gleich wieder wählen im Wahlgang 3. Es empfiehlt sich vorab, die Nummer 713, 14, 711 und 12 zu hören, mindestens. Natürlich können Sie auch alle anderen Programmdiskussionen im Live-Ticker, zum Beispiel unten in der Infobox, der erste Link ist ja der zum Live-Ticker. Da können Sie natürlich viele andere Sendungen zum Politikprogramm hören. Und ja, sozusagen, dann wollen wir mal. Was steht an? Ach so, übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding schneller drehen, 1,5, 1,75. Und erst als erstes, bevor der erste Punkt zur Abstimmung kommt, ganz kurz, was sind Fehler, die noch zu korrigieren sind aus den ersten 2 bis 4 Sendungen, die ich Ihnen eben genannt habe? Es ist zu nennen, Ministerpräsident oder Kanzler, wenn also ein Herausforderer im Vorwahlensystem, wir haben darüber gesprochen, ab und zu alle paar Monate ein Volksentscheid, eventuell Wohlfühlnote als Dauer-Mini-Volksentscheid und Vorwahlensystem als vielleicht ergänzende oder alternative Möglichkeit, wodurch die Politik gelenkt wird darauf, sich nur noch um die Wähler zu kümmern und sonst um nichts. Ne? Und da ist so, wenn so ein Herausforderer, eine Herausforderin, ja, gegen den Ministerpräsidenten in einer solchen repräsentativen Wählerstichproben-Vorwahl gewonnen hat, dann kann er entscheiden, will ich jetzt gleich Neuwahlen oder verschiebe ich das noch einen Moment und fordere erst noch den Kanzler, die Kanzlerin heraus. Wenn er das auch noch gewinnt, das Duell dann in einem Bürgerhaus, dann kann er sich entscheiden, kann er sich entscheiden, entweder Neuwahlen im Bundesland, also Neuwahlen im Land oder Neuwahlen im Bund. Ne? Und dann das ist seine Entscheidung, ja. Und also nur eins von beiden. Ich hatte gestern gesagt, dass er dann Kanzler und Ministerpräsident werden würde. Das können wir doch ruhig getrennt lassen. Er muss sich für eins von beiden entscheiden. Für welche Neuwahlen er sich entscheidet, das ist seine Entscheidung, ja. Man muss jetzt darüber überlegen, dass wenn er dann die Bundestagswahl verliert, ob er dann, er kann natürlich wieder nochmal neu antreten und dann nochmal sozusagen den Ministerpräsidenten herausfordern. Ne? Und generell würde das Chaos nicht ausbrechen, weil wir haben ja nur 16 Bundesländer und wir brauchen ja sowieso etliches an Vergleichbarkeiten, ja, weil wir haben ja unterschiedliche Koalitionskombinationen und die Bürger möchten ja im Prinzip wissen, von welcher Koalitionskombination oder von welcher Einzelparteienregierung werden wir am besten regiert und werden die besten Wohlfühlstimmen erzeugt und die besten Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten bei den Bürgern erzeugt und eventuell auch die besten Wirtschaftswunderdaten oder Reichtumsdaten der einzelnen Bürger erzeugt. Und es gibt ja etliche Kombinationsmöglichkeiten. Außerdem ist es so, dass die meisten Parteien sozusagen oder die meisten Bundesländer ja wahrscheinlich regiert werden von einer ähnlichen oder der gleichen Koalition, wie sie im Bunde regiert oder ja, letztendlich von den gleichen Parteien. Dadurch gibt es da schon mal eine gewisse Konstanz. Und dann haben wir vielleicht ein paar Länder, die von anderen Koalitionskombinationen oder anderen Einzelparteien regiert werden. Und dadurch ermöglicht das uns dann wunderbar den Vergleich, welche Koalitionskombination
erzeugt die besten Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und so weiter. Ja? Und diese sozusagen, das führt dann dazu, dass letztendlich, und das machen wir auch gleich zur ersten Abstimmung, die können ja darüber auch gleich mal abstimmen, sozusagen, und diese Koalitions, ich habe gestern falsch gesagt, dass die Ministerpräsidenten die Oberhoheit über die, also die Kanzlermacht in ihren Ländern erhalten, ja, sodass sie also, dass ein Bundesland wirklich sich auch gegen alle Bundesgesetze entscheiden kann und seine eigenen Regelungen machen kann und darf. Aber das sollte natürlich dann die Koalitionskombination entscheiden dürfen, die an der Macht ist und nicht der einzelne Ministerpräsident. Also es sind die Regierung des Landes kann das dann entscheiden. Also die Koalitionskombination, ja, kann das entscheiden. Und die hat dann die Oberhoheit und die kann alle Bundesgesetze, die sie außer Kraft setzen möchte, außer Kraft setzen und ihre eigenen Gesetze machen, denn sonst kriegen wir ja keine Vergleichbarkeit hin. Ja, wir brauchen ja diese Vergleichbarkeit der Leistung der Bundesländer. Das bedeutet auch, dass dann jede Partei so auch orientiert ist, dass wenn sie sieht, dass irgendwo ein Bundesland in den Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten bei den WählerInnen schwächelt, dass sie natürlich ihre besten Leute dorthin zu Hilfe schicken. Denn wenn ein Land sozusagen, stellen Sie sich vor, ein Land wird, was weiß ich, von der CDU mit einem kleinen Koalitionspartner regiert, aber hauptsächlich von der CDU und die Wohlfühlstimmen gehen in den Keller bei den Bürgern, ja, dann wird natürlich die Wähler werden sagen, naja gut, die CDU kann es generell nicht, ne? Also werden die dort ihre besten Leute hinschicken, um zu zeigen, dass sie doch irgendwas können. Und denn sonst entscheiden sich die Wähler gegen jede Variante der CDU. Da wird man nicht mehr unterscheiden. Die Bürger werden da ganz bewusst nicht mehr unterscheiden. Ach ja, in dem Land sind die Leute besser und in dem anderen Land sind die Leute noch da wieder besser. Nein, sondern die werden sagen, ja, die regieren doch das Land und die können doch die guten Leute einfach mal auch nach dem Rechten schauen lassen in dem anderen Land. Und wenn sie das nicht können, dann will ich sie auch nicht in dem anderen Land als Regierungspartei und so weiter, ja, und auch nicht im Bund. Ja, also das heißt, Parteien haben dann die Anforderung, es geht nicht mehr darum, dass jedes Land sein Süppchen kocht, sondern die Parteien helfen den Ländern, gute Ergebnisse zu erzielen und auch den Kommunen gute Ergebnisse zu erzielen. Und daran werden sie gemessen, dann im Ganzen, im Bund wird man sie daran messen. Ne? Und das ist auch gut so dann. Ne? Ja, und das machen wir gleich zur ersten Abstimmung. Also schreiben Sie unten rein, 1, ja, wenn Sie das gut finden, was ich gerade eben gesagt habe, mit diesen Abänderungen, ist ja eine Abänderung gegenüber gestern, schreiben Sie einfach ja. Und wenn es 1, ja oder nein und vielleicht noch, falls von welcher Partei Sie sind. Ne? Ja. Bis jetzt ist es ja mit dem Wählen noch nicht so sehr angenommen, aber vielleicht kommt das ja noch. Ne? Kommt Zeit, kommt Rat. So, dann gehen wir mal zur zweiten Wahl. Also Wahl Nummer 2 für heute. Aha, was ist jetzt hier? Ja. Da steht im Parteiprogramm und ich denke, ich bin jetzt bei der Partei die Basis, ne? Wobei das nicht so wichtig ist, weil die beide Parteien haben eine, ich habe schon immer gesagt, für uns als bodenständige echte Linke, naturwissenschaftliche echte Linke, sind die sozusagen die
Linksradikalen genauso gefährlich und schädlich wie die Marktradikalen. Ja? Ganz zu schweigen von den Rechtsradikalen. Ja? Und das Erfreuliche ist, dass diese ganzen Neuparteien alle eher, wenn dann, gefährdet sind im linksradikalen Bereich und überhaupt nicht gefährdet sind im rechten Bereich und im marktradikalen Bereich. Das freut mich sehr, denn sonst könnten wir die auch nicht unterstützen, sonst müssten wir uns da irgendwann rausziehen. Ja? Aber lieber ein bisschen Gefahr im linksradikalen Bereich als irgendwo anders und als im marktradikalen oder gar rechtsradikalen Bereich. Ja? Und deswegen ist das ganz erfreulich, aber trotzdem müssen wir das Linksradikale rauskriegen, denn echte linke Politik ist anders. Also linksradikale Politik ist immer schädlich für die Bürger, für die Masse der Bürger, für die Arbeitnehmer und für die WählerInnen und so weiter. Ist schädlich für die Massen, ist also eigentlich linksradikale Politik, ist unlinke Politik, ist keine echte Linke, sondern pseudolinke Politik und schadet auch immer den Arbeitnehmern und macht sie ärmer und macht den ganzen Staat ärmer und so weiter. Also deswegen müssen wir schon diese Linksradikalität überall diskutieren. Hier steht also im Programm, sowie ein einfacher Zugang zu Gerechtigkeit für alle Menschen. Deswegen halten wir es für sinnvoll, dass jeder Mensch in Zukunft, wie jeder eine Krankenversicherung hat, bekommt jeder eine Rechtsschutzversicherung, also auch die Hartz IV oder BG, also bedingungsloses Grundeinkommenempfänger, da ist dann immer ein kostenloses, ganz kleine Rechtsschutzversicherung für alle drin, sozusagen. Denn wir wollen den gleichen Belohnungsschlüssel. Und jetzt können Sie darüber abstimmen, ob Sie da diese Konkretisierung für gut finden. Das ist dann die Nummer zwei gleich, nämlich dass jeder sozusagen, so wie jeder sein Hausarzt Ersatzpraxisteam hat, das alles dafür tut, ihm einen spaßmachenden, gesundheitsförderlichen Lebensstil nahezubringen, sozusagen, ist es auch so, dass der Hausanwalt alles tut, um einen gesetzlich, juristisch konfliktfreien Lebensstil zu fördern, sozusagen. Der guckt sich Mietverträge an oder andere Verträge, bevor man da in irgendwelche Fallen reinfällt und so weiter. Und hilft einem, dass man aus allen juristischen Streitigkeiten rausbleibt, sozusagen. Und dafür sind die Hausanwälte zuständig, sozusagen. Und die können wir dann nach dem gleichen Schlüssel belohnen. Also der Hausarzt wird belohnt, je gesünder ich mich entwickle, desto mehr positive Anreize werden an ihn ausgeschüttet als Belohnungen. Und genauso beim Rechtsanwalt, wenn es nie juristische Querelen gibt und ich rundum zufrieden bin und auch gute Wohlfühlstimmen abgebe und so weiter, dann ist ja alles in Ordnung und dann kriegt der Rechtsanwalt auch wieder die höchsten Verdienstzuschüsse oder andere positive Anreize und oder andere positive Anreize. Wenn Sie dieses Konkretisierungsmodell, besserer Zugang zur Gerechtigkeit für alle Menschen, gut finden, dann jetzt zwei Ja, wenn nicht zwei Nein. So, jetzt kommt dann die Abstimmung Nummer drei. Also wir sind jetzt dann bei der drei. Bildung. Ich lese mal ein bisschen. Wissenschaft, Medizin, Sport und Kultur ist ein grundlegendes Menschenrecht. Dies darf nicht von wirtschaftlichen oder staatlichen Interessen bestimmt werden. Ja, also Bildung, Wissenschaft, Medizin, Sport. Ja, wenn da Geld verdient wird, dann ist es automatisch sind wirtschaftliche Interessen drin. Naja, gut, also ja. Unser Ziel in der Bildungspolitik ist ein Strategiewechsel.
Wir setzen uns ein für eine Bildung und Ausbildung, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Ja, das ist ja im Prinzip richtig, wenn es auch ein bisschen anthroposophisch klingt, ne? Der junge Mensch soll seine Persönlichkeit und Talente entwickeln. Ja, können wir auch alles unterschreiben, können die Professoren auch alles unterschreiben. Sie wissen ja, die Professoren, das sind die Next Scientists for Future, die Gemeinwohlökonomie und noch sechs weitere Professoren, Doktoren und so weiter, die wir dringend anempfehlen den Parteien als die echten Experten und nicht inkompetente bisherige Experten weiterhin zu stark in den Vordergrund zu rücken. Mit denen diskutiert man gerne, aber die sollten durch die kompetenten Leute ergänzt werden. Und eine Entscheidung für die falschen externen Experten und externen Reformer, das haben wir doch gerade gesehen, wie gefährlich das bei Corona ist, wenn man sich auf die falschen Experten konzentriert. Und das ist den Parteien jetzt passiert, dass die sich einfach auch auf die falschen externen Reformer und externen Experten konzentriert haben und eben diese acht, die besten acht quasi bisher ignorieren. Ne? Und das ist der gleiche Fehler, den wie sie CDU und SPD gemacht haben. Der ist jetzt den Parteien auch unterlaufen. Ja, und das ist das Dilemma. Einmal für die falschen Experten erschienen, dann ist der Rest, das Chaos ist vorprogrammiert. Oder in dem Fall bedeutet das, dass der totale Misserfolg bei den Wahlen könnte vorprogrammiert sein. Wollen wir es hoffen, dass es nicht dazu kommt, ne? Ja, der soll also und sein Leben glücklich leben können. Zweck jeder Bildung ist die Förderung des Menschen und seiner Interessen. Ja, alles richtig, das sind aber alles leere Worte. Es muss, also jetzt, das sind zu viele leere Worte. Jetzt der Vorschlag der Professoren, also zumindest jetzt mal inspiriert durch diese acht externen Experten, fasse ich mal zusammen, was deren Inspiration wäre. Lehrer beziehen im Moment leistungslose Einkommen. Die können eigentlich die Kinder foltern und kriegen trotzdem Geld. Und das geht nicht. Der Lehrer muss genau wissen Folgendes. Ein Unternehmen, ein Arbeitsplatzvergeber vergibt seinen Arbeitsplatz nur an einen neuen Mitarbeiter, der folgende Eigenschaften mitbringt. Kreativität, Innovativität, Teamfähigkeit, Führungsqualitäten, menschliche Qualitäten, soziale Qualitäten und, und. Ja? Und genau das, was hier als Ideale steht, genau das erwartet heute ein Arbeitgeber von einem guten Mitarbeiter, der wirklich dann vielleicht die neuen Produkte der Zukunft kreativ entwickelt und so weiter. Ja? Und insofern allerdings erwartet er auch, dass der lesen, schreiben und rechnen kann. Ja? Und das vernünftig und richtig gut. Das können die meisten heute nicht mehr. Ja? Und deswegen insofern muss der sozusagen, muss man Folgendes machen. Und das ist sehr kompliziert, aber das haben wir alles schon beschrieben. Also es gibt nicht nur diese vier Sendungen, die ich vorhin erwähnt habe, sondern es gibt ja noch im Live-Ticker findet man ja die Links zu den vielen Sendungen, wo wir schon auch 2,5 Stunden die Bildungsreform, zum Beispiel der nextscientistsforfuture.de erläutert haben. Und da würde es im Prinzip so laufen. Das Gehalt des jungen Arbeitnehmers entscheidet über die Verdienstzuschüsse und sonstigen positiven Anreize wie positive Ranglistenpositionen oder höhere Ranglistenpositionen von allen, die mit ihm zu tun hatten. Und das können sein Hochschulprofessoren, das können Gymnasiumslehrer sein, Mittelstufenlehrer, Grundschulenlehrer, Kita-MitarbeiterInnen und so weiter. Es kann also, und die vielleicht sogar die Mütter, ja, und dann bei den Müttern wäre das dann eine sogenannte vorgezogene Mütterrente. Ja, wenn die Mütter jetzt dann auch Verdienst, also Zuschüsse, also finanzielle Zuwendungen bekommen, anhand dessen, denn es ist ja auch entscheidend, ob eine Mutter die Entwicklung eines jungen Kindes gut gefördert hat, bevor es dann die Förderung weiterging in der Kita, in der Schule und so weiter. Ja, also
Alle werden belohnt, wenn alles gut rausgegangen ist. Und die Kunst liegt darin, die wissenschaftliche Spitzenaufgabe liegt jetzt darin, dass es tatsächlich bei den heutigen statistischen Möglichkeiten möglich ist, herauszurechnen, welcher von den 100 Lehrern und Einflusspersonen, die jeder junge Mensch hatte, bevor er in den Beruf kommt, hat einen positiven Beitrag geleistet und welcher eher einen schädlichen oder bremsenden Einfluss auf die Entwicklung dieses Menschen. Das lässt sich rausrechnen, anhand dessen kann man die Ranglisten machen, kann die ins anderen positiven Anreize verteilen und dadurch hat man ein Bildungssystem, das das leistet, was es soll, wo die Lehrer sich mehr darum kümmern, was die Kinder als nächstes brauchen, um sich weiterzuentwickeln, was die Kinder interessiert und so weiter. Und sozusagen sowas wie Entwicklungshelfer der Kinder zu werden, ja. Und das geht so. Und wenn Sie dieses durchaus, also sozusagen dieses Modell der Verdienst beziehungsweise die Steuer- und Abgabenleistung des jungen Menschen, wenn er dann in Arbeit ist, sozusagen immer rückbeziehen und rückrechnen. Und wenn sich das Gehalt des jungen Menschen ändert, seine Steuer- und Abgabenleistung zum Beispiel erhöht, dann wird das wieder rückgerechnet und führt zu erhöhten Ausschüttungen für seine ihn lehrenden Menschen, einschließlich der Mutter und so weiter. Ja, so könnte man es machen. Wenn Sie dieses System fair und gut und gerecht finden und dass es eben auch optimal all diese Bildungsideale erfüllt, dann bitte jetzt 3 Ja. Und wenn nicht, 3 Nein. Jetzt kommen wir zur Abstimmung 4. Ne? So, Gesundheit. Gesundheitsvorsorge und Angebote des Gesundheitswesens gehören in den Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sie müssen vollständig und sowohl im städtischen wie auch im ländlichen Raum als öffentliches Angebot vorgehalten werden. Das ist aus meiner Sicht eine unnötige Komplikation. Jetzt also wieder stelle ich mal dar, was also aus diesen 8 Professoren, Doktoren und so weiter, aus diesen 8 externen Reformern so als Summe man zusammenfassen kann. Es spielt keine Rolle, ob etwas öffentlich oder privat ist. Es spielt nur eine Rolle, ob es richtig rum belohnt wird. Ja? Wenn Sie ein staatliches Krankenhaus haben und die Leute werden für das Falsche oder für nichts belohnt, dann werden diese Leute auch wieder das Falsche machen. Wenn die Anreize Fehlanreize sind, zum Beispiel so der Fehlanreiz herrscht, ja, wenn ich im Krankenhaus gammle und die Patienten eigentlich kaum beachte, sondern mir es gut gehen lasse im Krankenhaus und eher mich um mein Privatleben mit den hübschen Krankenschwestern kümmere, als Arzt zum Beispiel oder als Ärztin, dann sind das versteckte Fehlanreize. Und gerade also staatliche Krankenhäuser oder staatliche Einrichtungen, da besteht immer die Gefahr, dass gegammelt wird und dass man dann Privatleben macht und so weiter. Und wollen Sie von einem gammelnden Arzt betreut werden? Möchte ich nicht. Ne? Es ist völlig egal, ob staatlich oder privat, Hauptsache, die werden alle den gleichen positiven Anreizen unterlegt, nämlich dass gemessen wird, hat ein professionelles Handeln eine positive Wirkung auch in Richtung Förderung von Gesundheit oder eher Beschädigung von Gesundheit? Und danach werden die positiven Anreize ausgeschüttet, was auch immer das dann ist, Verdienstzuschüsse oder ähnliche Dinge. Wenn Sie das für besser halten, also wenn Sie dem zustimmen würden, ist es doch egal, ob staatlich oder privat, dann schreiben Sie jetzt 4 Ja, wenn nicht, 4 Nein. Ja? So,
unten in die Kommentare. Fünf kommt jetzt, ne? Körperliche und seelische Gesundheit sind im höchsten Maße Privatsache. Sie unterliegen ausschließlich dem Willen und Entscheidungsrecht oder Eingriffe. Das ist selbstverständlich. Also das hatten wir gestern schon. Bei jeglichen Gesundheitsmaßnahmen handelt es sich um geduldete Körperverletzungen unter dem scheinbaren oder realen Vorwande der Gesundheitsförderung. Aber zunächst einmal sind es strafbare Körperverletzungen und es ist selbstverständlich, dass es niemals irgendeinen Druck oder Pflicht geben darf in diese Richtung oder auch selbstverständlich keinen Immunitätsausweis oder überhaupt irgendwas und auch danach nur zu fragen und so weiter. Das muss verboten sein, denn alles sozusagen. Jeder Mensch hat doch das Recht, wenn er fürchtet, dass er von jemandem infiziert werden könnte, dann hat er doch das Recht, sich mit 20.000 Masken auf einmal zu schützen. Er darf das doch. Aber er darf nicht die anderen terrorisieren, dass die ihn schützen sollen. Er kann sich doch selber schützen. Ja? Der Punkt ist auch sozusagen, wenn jemand wirklich infektiös ist, greift ja sowieso das wahrscheinlich irgendein Infektionsschutzgesetz, was dann sowieso bedeutet, dass dieser Mensch in Quarantäne gehalten werden muss. Und dann erübrigen sich ja auch alle weiteren Dinge, ja? Also das heißt, das ist ja schon genügend geregelt. Also all diese neuen Dinge sind natürlich nicht zulässig. Ja. Wir setzen uns für die Vielfalt, das hatten wir auch schon gesagt. Ja, selbstverständlich. Wir wollen das ja so machen, dass wir völlige Therapiefreiheit geben. Aber eben, dass gemessen wird anhand der Gesundheitsdaten, der Wohlfühlstimmen und der Langlebigkeitsdaten der Kunden, gemessen wird, erweist sich eine Methodik als Scharlatan-Methodik, die mehr Schaden anrichtet als Nutzen und erweist sich eventuell schulmedizinisches Handeln eventuell auch als mehr Schaden anrichtend als nutzend. Also und so werden dann in den Ranglisten ganz oben werden die Besten stehen und die werden vielleicht sozusagen irgendwo zwischen Schulmedizin und Scharlatanen liegen. Ja, also ja, das ist selbstverständlich, dass wir das als Reform haben. Das haben wir auch gestern schon abgestimmt. Also brauchen wir das nicht nochmal zu machen. Wir setzen uns ein für ein Gesundheitswesen, das nicht dem Wirtschaftlichkeitsprinzip unterworfen ist, den Erhalt des Heilpraktikerberufes sowie aller Klinikstandorte. Ja, das ist ja bei uns regelrecht so, dass wir sagen, erhalten ja nicht nur den Heilpraktiker, sondern öffnen ja das Gesundheitswesen für alle lebensberaterischen und gesundheitlichen Techniken. Einzige Begrenzung ist vielleicht, dass ohne eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde vielleicht irgendwelche körperlich riskanten Verfahren nicht durchgeführt werden dürfen von den Hausarztersatzpraxen sozusagen, ja? Die keine Heilerlaubnis haben, ne? Also wer körperlich riskantes durchführen muss, muss dann wenigstens eine Heilerlaubnis haben, ne? Ja. Die Frage ist, wie viele Kliniken wir dann überhaupt noch brauchen werden. Ja? Also eventuell werden wir die Kliniken drastisch reduzieren können. Ja? Weil einfach, wenn die Hausärzte, und da können wir ja auch unendlich viel Geld einsparen, weil dann auch die Klinikärzte können dann in der Wirtschaft tätig werden und dort werden händeringend kluge Köpfe gebraucht. Und letztendlich denn
wenn die Hausarztersatzpraxen dann plötzlich Krankheit verhindern, in Massenkrankheit verhindern, dann brauchen wir ja die meisten Krankenhäuser nicht mehr und können überall gesund schrumpfen, ne? So, denn das kostet uns ja alles nur Geld. Ja, also die Leute denken immer, ja, das ist ja Teil der Wirtschaft, nichts Teil der Wirtschaft. Das ist der Teil der Wirtschaft, der wie ein Mühlstein an der Wirtschaft und hängt. Gucken Sie doch mal, was Sie jeden Monat abgezogen kriegen für Ihre Krankenversicherung. Ja, dann sehen Sie, was für ein Mühlstein da an Ihnen hängt. Und das ist dieser Mühlstein, das sind die Krankenhäuser, die sie auf ihrem Rücken tragen. Ja, und was natürlich wird, irgendwann werden die Krankenversicherungsbeiträge drastisch gesenkt werden können, wenn jetzt eben durch unsere Gesundheitsreform, ja, die Ärzte zu Gesundheitsförderern und Krankheitsverhinderern werden. Ne? Ja, also ich lasse das gerade mal abstimmen. Abstimmung 5. Wenn Sie es besser finden, dass ganz gezielt Ärzte generell belohnt werden sollen für Krankheitsverhinderung und für bewiesene Krankheitsverhinderung und bewiesene Gesundheitsförderung, egal wie man das technisch macht, das ist nämlich technisch nämlich wieder sehr anspruchsvoll, gibt es verschiedene Modelle, Budgetierungsmodelle, Schadensersatzmodelle, Wohlfühlstimmenmodelle und, ja, kann man also auf verschiedene Weise machen, aber wenn Sie das grundsätzlich wollen, dann schreiben Sie jetzt 5 Ja, wenn nicht 5 Nein. So, dann kommen wir zur Abstimmung 6. Hier steht was. Soziales. Ja, das Auseinanderdriften der unteren und oberen Einkommen ist sozial ungerecht und demokratiegefährdend. Ja, muss man halt auch aufpassen, dass das nicht leicht linksradikal klingt, ja, und viele WählerInnen abschreckt, ne? Denn natürlich ist es auch das Ziel von uns, und mit uns meine ich eben vor allem natürlich die Next Scientist for Future.de vom Weltrat und die anderen 7 Wissenschaftler, die in großen Teilen auch ähnlich denken wie wir. Wir wollen natürlich, dass irgendwann die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht, aber das geht sie wohl erst nach etlichen anderen Zwischenschritten. Und wenn man das versucht, vor diesen Zwischenschritten zu machen, dann passiert Folgendes, dass man dadurch das ganze Land ärmer macht und dass am Ende erweist sich dann eine scheinbar linke und scheinbar soziale Politik und scheinbar sozial gerechte Politik erweist sich als unsoziale und pseudolinke Politik, weil nämlich die Menschen ärmer werden. Der Maßstab muss doch sein, ich muss doch, kann doch nur versuchen, von den oberen Einkommen nur so viel umzuverteilen auf untere Einkommen, bis die oberen Einkommen sagen, danke, jetzt genügt's mir, ich verlasse das Land, und die nehmen ihren ganzen Reichtum und ihre Arbeitsplätze und ihre Firmen und alles mit und so weiter. Und dann bleiben die Bürger arm zurück, und viel ärmer als vorher zurück. Dann war das, wie Professor Hans-Werner Sinn immer so schön gesagt hat, dann ist zwar alles gerecht, aber alle sind gleich bettelarm. Ne? Und dann ist das ist die höchste Form der unsozialen Politik, nämlich alles gerecht zu machen, aber alle bettelarm zu machen. Ja, das ist dann die höchste Form der pseudolinken unsozialen Politik. Und da sehe ich die Gefahr, dass das hier auch in diese Richtung geht. Ne? Also, wenn Sie dafür sind, dass man sehr vorsichtig ist und eben genau guckt, wann ist die Grenze erreicht, dass man die reicheren Leute außer Landes treibt und dadurch eine gesamt größere Armut auch der unteren Einkommen, also eine Absenkung der unteren Einkommen als indirekte Folge, das dann daraus resultiert. Wenn Sie das für gut finden, dann bitte jetzt schreiben Sie 6 Ja, wenn nicht 6 Nein.
Jetzt kommen wir zur siebten Abstimmung für heute oder für jetzt. Umwelt, Struktur und Produktionsweisen in Landwirtschaft und anderen Bereichen der produzierenden Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltschäden, falsche Anreizsysteme und so weiter. Ja, ein sofortiger Wandel ist unumgänglich, kann ich sofort unterschreiben. Wir setzen uns ein für eine Politik, die dem Erhalt einer natürlichen Umwelt Priorität einräumt. Ja, das ist jetzt also erstmal stimmen wir ab Landwirtschaft. Haben wir gestern schon gemacht. Noch einmal ganz kurz, ich fasse es nur ganz kurz zusammen, weil Sie kennen es ja von den gestrigen Sendungen von 713, 714 und 711 und 712 müssten Sie das kennen. Jeder Supermarktleiter, also jeder Marktleiter, jeder Restaurantleiter und so weiter, alle die mit jeder Kioskleiter, ja, alle bekommen sie dann am meisten positive Anreize, zum Beispiel auch Verdienstzuschüsse, bessere Ranglistenpositionen und so weiter, wenn sie uns mit kerngesunder Nahrung versorgen. Und dafür geben dann die Marktleiter an ihre Zulieferer das Signal, wir werden alles zukünftig mit chemischen Laboren untersuchen und wir wollen nur noch Ursorten, naturbelassen, alles, was so hochwertig, also was so gesund wie möglich ist. Wenn ihr uns zukünftig irgendwas anderes liefert, dann seid ihr raus und wir werden euch mit euch nie wieder einen Vertrag eingehen. Also wird der gesamte Landwirtschaft sich auf Natur, also auf Permakultur, Natur, Öko, Bio, Super und so weiter umbauen, total und zwar sofort, ganz schnell. Ja, ein sofortiger Wandel ist unumgänglich. Da kann ich nur zustimmen. Wenn Sie für diese Lösung sind, dann bitte jetzt sofort 7 Ja, wenn nicht 7 Nein. Wenn Sie für diese Konkretisierung dieses Wahlprogramms sind, durch die externen Reformer, die 8 externen Reformer, beziehungsweise besonders auch durch die nextscientistsforfuture.de, dann 7 Ja, wenn nicht 7 Nein. Jetzt kommt die achte Abstimmung. Jetzt kommt was ganz Gefährliches. Wir setzen uns ein für eine Politik, die dem Erhalt einer natürlichen Umwelt Priorität einräumt und damit auch einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit gegenüber unseren Kindern und nachfolgenden Generationen beisteuert. Das ist gefährlich. Also, wir sagen, nein, Priorität müssen die Wohlfühlstimmen oder Wohlfühlnoten unserer WählerInnen haben. Die Schonung der Umwelt ist immer nur ein Mittel zum Zweck der Verbesserung des Wohlfühlens, der Gesundheit und der Langlebigkeit der Bürger. Natürlich müssen wir so viel machen, dass wir giftstofffreie Luft bekommen. Also völlig saubere gesundheitsförderliche Luft, sauberes gesundheitsförderliches Wasser und, und. Ja, alles müssen wir machen. Aber immer hat Priorität, was die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten der Bürger verbessert. Denn wir müssen ja auch uns darum kümmern, den Reichtum der Bürger auch noch zu verbessern, denn viele sind im Gegensatz zu mir ja irgendwo auch noch geldsüchtig, weil sie auch noch viel konsumsüchtiger sind als ich. Ja, und deswegen müssen wir darauf auch Rücksicht nehmen. Die WählerInnen wollen auch schon wissen, was im Geldbeutel passiert, ne? Also müssen wir gucken. Wir schonen die natürliche Umwelt, die hat keine Priorität, sondern wir schonen so viel unsere natürliche Umwelt und reinigen sie genau so viel, wie es sinnvoll ist, um bessere Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten,
Langlebigkeitsdaten und Reichtumsdaten zugleich zu erzeugen. Und die Firmen werden genau die Verdienstzuschüsse an jede Firma, an jedes Unternehmen in Deutschland werden davon abhängig gemacht, wie gut es den Kunden, den Mitarbeitern, den Anwohnern geht und wie gut es allen Menschen in Deutschland geht. Und das wird gestaffelt mit einberechnet und dann werden alle Unternehmen ein gesundes Verhältnis des schonenden Umgangs mit der Umwelt wählen, aber wir setzen nicht, denn das ist sozusagen so ganz typisch für Ideen, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme und Killerviren des Geistes, die ihren Ursprung hatten in den NGOs, denn die möchten uns ja dazu bringen, dass wir uns verarmen, indem wir spenden für den Panda, für den Eisbären, für alles Mögliche in der Welt, ja, und uns dann verarmen und unsere Bürger ärmer machen, indem die dann diese Gelder in ihre eigenen Taschen stopfen und einen Teil dann in die Welt rauspumpen und so weiter und unsere Bürger dann ärmer zurückbleiben. Und da ist es so, dass dieses der natürlichen Umwelt Priorität einzuräumen, da müssen sich die Leute, die das geschrieben haben in der Partei, sollten sich fragen, ob sie da nicht von den parasitären Memen, den Killerviren des Geistes infiziert worden sind, die in Wahrheit aus den vorteilbringenden Irrtümern der Geschäftsinteressen der NGOs herrühren. Ne? Das sollte man sich fragen. Und man muss sich immer klar sein, wenn man den Wählern kommt mit solch einem Programm, wo der Wähler spürt, dass nicht er die Priorität hat, sondern die Umwelt die Priorität bekommt und damit letztendlich die NGO-Themen Priorität bekommen, dann wird er das nicht wählen. Das ist typisch für Parteien, die am Ende bei 0,5% landen. Und deswegen müssen wir davor warnen. Wenn Sie also jetzt diese Ausführungen, wenn Sie möchten, dass das abgeändert wird im Sinne dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann schreiben Sie jetzt 8 Ja, wenn nicht 8 Nein. Na? Jetzt kommen wir zur Abstimmung 9 für jetzt. Schluck Wasser. Lauter Worthülsen, ich überfliege das nur gerade für Sie. Das ist leider nichts. Europa, das ist alles leere Worthülsen, sollte man alles rausstreichen. Wenn man nichts zu sagen hat, sollte man lieber schweigen. Ne? Ja, das ist so. Wir haben früher sehr stark gesagt, Vereinigte Staaten von Europa, United States of Northern Europe, United States of Southern Europe, jetzt wo England draußen ist, gute Möglichkeit, Englisch als Sprache einzuführen für alle, wobei wir erstmal die Nationalsprachen nur als Hilfssprachen in Notfällen gesprochen werden dürfen und ansonsten nur noch Englisch. Das ist aber alles unnötig, weil die Idee, das Leben in erster Linie in Staaten stattfindet, ist der Fehler. Der Mensch muss zu Schumachers Small is Beautiful zurück. Ja? Also das heißt, dass wir Staaten brauchen, solange wir sowas wie Wohlfühlstimmen und Bundeswahlleiter haben und so weiter, sind sicherlich Staaten sinnvoll. Aber sobald wir es geschafft haben, eine pazifistische Welt, darüber haben wir ja gestern auch abgestimmt, eine pazifistische Welt erzeugt haben, wir also militärisch nicht mehr bedroht haben, wenn wir runtergehen können auf 3 Stunden Arbeit pro Tag, also 7 Tage, 3 Stunden, und das wären 21 Stunden pro Woche, und ganz entspannt vorgehen können und der Rest ist genießen, ta singen, tanzen, musizieren, Sport und alles und so weiter, und Liebe und alles, ja. Dann ist es so, dass wir sozusagen, ja,
Es gibt noch die Alternative, dass man Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung generell abschafft. Dann braucht man noch nicht mal mehr die Wohlfühlstimmen und so weiter, weil dann gibt es diese Probleme alle nicht. Also dann braucht es auch keine positiven Anreize, denn in liebevollen Kommunen verhalten sich die Menschen nach den Gesetzen der Liebe und nicht nach den Gesetzen des Geschäftes. Und dann bräuchten wir diese positiven Anreize nicht mehr. Aber wenn wir auf Arbeitsteilung, Markt und Tauschhandel nicht verzichten wollen, die ja auch gewisse Vorteile haben, dann brauchen wir quasi noch eine gewisse Staatlichkeit. Aber dann brauchen wir keine europäische Staatlichkeit. Dann reicht uns die deutsche Staatlichkeit völlig aus und die Bundesländer und so weiter. Das reicht uns dann alles völlig aus. Und dann brauchen wir auch kein Englisch zu lernen und oder das Englisch zu verbessern und so weiter. Dann können wir uns den ganzen Aufwand sparen und sozusagen, wenn wir eine pazifistische Situation haben, uns entspannen, dann können wir ganz gemütlich leben und dann brauchen wir uns über Vereinigte Staaten von Europa gar keine Gedanken zu machen, können wir streichen. Ja, wenn Sie das gut finden, schreiben Sie jetzt 9 Ja, wenn nicht 9 Nein. Jetzt kommt die 10. Abstimmung. Ich überfliege für Sie gerade wieder. Dies schließt die Beseitigung von Fluchtursachen ein. Als leistungsfähiges Bundesland setzen wir uns auch in der Verantwortung gegenüber notleidenden Menschen in anderen Ländern dieser Erde. Sehen wir uns? Ja, richtig, sehr gut. Dies schließt die Beseitigung von Fluchtursachen ein. Das im Grundgesetz auf Asyl definiert eine moralische Verpflichtung. Ja. Das ist jetzt aber zu linksradikal. Ja. Damit schließen Sie ja all die Wähler, die bisher aus Verzweiflung die AfD gewählt haben und alle Augen, trotz all dieser bräunlichen Farbe, alle Augen zugedrückt haben und aus Verzweiflung trotzdem die AfD gewählt haben, obwohl sie eigentlich das für eine schreckliche Partei halten, die schließen Sie ja aus als Wählerinnen. Und das sind immerhin 20% der Gesellschaft, 15 bis 20%. Ja, denn das sind ja ungefähr 20%, auch die, die im Westen hier zum Beispiel nicht AfD wählen, weil es ihnen zu bräunlich ist, die haben aber trotzdem die gleiche Meinung. Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir 20% der Wählerinnen haben keine linksradikale Meinung zum Recht auf Asyl. Und deswegen müssen wir denen was anbieten. Und deswegen schlagen wir vor, und das ist dann auch völlig okay, wenn Sie dann hier diesmal mit Nein stimmen. Ich sage Ihnen mal, was ich jetzt so sozusagen provokativ mal vorschlagen würde, hab ich ja schon oft in vielen Sendungen vorgeschlagen. Also, Deutschland hat aufgrund seiner besonderen historischen Schuld eine besondere Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen. Es muss immer mehr tun als jedes andere Land der Erde. Aber mehr heißt nicht alles alleine zu tun, sondern mehr als andere. Und das bedeutet, Deutschland baut in der Nachbarschaft jedes Krisengebietes, also neben Syrien, baut Deutschland eine Asylanlage und für 80 Millionen Menschen gibt es 80 Asylplätze. So, und da nimmt es 80 als erstes 80 Asylbeantragende auf. Der Lebensstandard entspricht, würde dem syrischen Standard entsprechen, dem super einfachen syrischen Standard entsprechen, damit hier nicht eine Art Magnetwirkung entsteht, damit es nicht attraktiv wird, sozusagen den Krieg nur als Vorwand zu nehmen, um an die hohe Lebensqualität in den Asylanlagen heranzukommen. Also niedrigster Stand, syrischer Standard, nicht mehr. Dadurch kriegen wir dann echte
in Not befindliche Menschen, die wirkliche Fluchtgründe haben, und die werden dann auch relativ schnell in Asylverfahren wahrscheinlich bewilligt werden. Aber es ist eine Sackgasse. Es geht nur Syrien, Asylanlage und wieder nach Hause zurück. Der Weg nach Deutschland ist versperrt. Es gibt nur eine ganz kleine computergestützte Einwanderungsabteilung, und es gibt ein neues Einwanderungsgesetz, und dort werden hochqualifizierte Leute, das Beispiel ist immer die hübsche schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, die, und wenn die dann über Kamera sozusagen einen tollen Job in Deutschland kriegt und auch fest hat sozusagen, dann darf sie nach Deutschland einwandern, erhält aber keinerlei Staatsbürgerschaft über lange Zeit oder Generationen hinweg, denn sie muss das Land sofort wieder verlassen, wenn sie mit jemandem, wenn der Gentest ergibt, dass ihre Kinder oder ein Kind von ihr von einem Mann ist, der auch Migrationshintergrund aufweist, dann muss sie das Land sofort wieder verlassen, weil wir wollen keine entstehenden Parallelgesellschaften. Und keine zusätzlichen Parallelgesellschaften. Man musste jetzt noch darüber reden, müsste eigentlich noch darüber reden, wie man die bisherigen Parallelgesellschaften beendet in Deutschland. Aber auf jeden Fall hätte man so dann keine neuen Parallelgesellschaften. Und ja, und wenn jetzt Folgendes passiert: Der Krieg geht weiter, also USA, Großbritannien, Frankreich bauen eigene Asylanlagen auf, und die USA nehmen, also für was weiß ich, wenn die 300 Millionen Einwohner haben, schaffen die 300 Asylplätze, die Franzosen, was weiß ich, für 60 Millionen 60 Plätze. Jeder immer so viele Millionen er hat, so viele Plätze schafft er. Und wenn dann alle reicheren Staaten der Erde sozusagen ihre Asylanlagen eröffnet haben, und es ist immer noch Bedarf, dann sagt Deutschland, ja, dann nehmen wir doch die nächsten 80 auf. Und so macht Deutschland immer den Vorreiter, hilft immer mehr als jedes andere Land der Welt, wartet aber darauf, dass die anderen dann auch ihre Asylanlagen mit einem Platz pro 1 Million Einwohner aufstocken. Und dann ist das fair und gerecht, sozusagen. Und es müssen sich aber auch alle einigermaßen reichen Staaten der Erde müssen sich daran beteiligen, sonst stoppt auch Deutschland seine Hilfe. Ja? Denn Deutschland, es darf nicht sein, dass nur einige wenige Staaten der Erde quasi diese Asylanlagen betreiben. Das sind ja enorme Kosten. Oder Deutschland am Ende das Einzige ist, was hilft, ne? Das geht nicht, ne? Sondern Deutschland guckt, aha, nur die ärmsten Staaten der Welt sind davon befreit, selber Asylanlagen aufzubauen. Alle anderen müssen sozusagen letztendlich sind verpflichtet, eben auch solche Asylanlagen zu haben. Wenn Sie solch eine faire Lösung und einen solchen guten Umgang mit dem Thema Asyl wünschen, dass der auch im Programm steht. Da verstehe ich jetzt, wenn viele schreiben werden, nein, denn viele sind so linksradikal gepolt, dass sie das nicht mögen. Also dann schreiben sie jetzt 10 Ja oder 10 Nein. Da rechne ich jetzt mit etlichen 10 Neins. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Jetzt machen wir gleich noch die 11. Abstimmung hinterher. Ja, nee, das erwähne ich nur mal kurz. Zum Beispiel würde ich empfehlen, dass man einen Volksentscheid darüber macht, ob wir die vielen Milliarden Wirtschaftswunder, diese Reformen, also die Reformen der Next Scientist for Future und der anderen externen Reformer in Deutschland auslösen würden, diese 500 Milliarden Euro jährliches Wirtschaftswunder, ob wir die dazu verwenden sollen, den Leuten, die in Parallelgesellschaften in Deutschland leben, dass die Staatsbürgerschaft zurückzukaufen, abzukaufen und sozusagen
letztendlich das Problem, ja, und dann in dem Volksentscheid kann ja auch ein Unterpunkt sein, dass wer sich in Deutschland wer aufgegriffen wird ohne legale Aufenthaltserlaubnis in Zukunft, erhält 10 Jahre Gefängnis ohne Möglichkeit der Verkürzung dieser Gefängniszeit. Ne? Und so haben wir dann das Problem im Griff. Dadurch haben wir dann unsere Grenzen geschützt, weil jeder weiß, wenn er im Inland aufgegriffen wird ohne gültige Aufenthaltsberechtigung in Deutschland, dann gibt es 10 Jahre Gefängnis und idealerweise auch im Heimatland, im Gefängnis des Heimatlandes zu verbüßen. Und dann sind viele Probleme gelöst. Wir brauchen unsere Grenzen auch nicht künstlich schützen. Und über all solche Dinge sollte man Volksentscheide machen, weil das sind die großen heißen Eisen. Ja, das sind die ganz großen heißen Eisen. Auch das, was ich eben gesagt habe mit Abstimmung 10, das könnte man ja auch in einen Volksentscheid machen, ob man so etwas machen will. Nur die Frage ist, ob man nicht ein bisschen was auch ins Parteiprogramm schreiben sollte, um diese 20% der WählerInnen, die aus Verzweiflung die AfD wählen, nur weil sie den Umgang mit Asyl für etwas zu leichtfertig halten. Ja gut, ich habe das ja jetzt so gemacht, dass wir das unter Punkt 10 abgestimmt haben sozusagen. Ja, und das alles andere würde ich aber dringend empfehlen, in Volksentscheide reinzupacken, denn dann kriegen wir diese Querelen, dieses ständig schwelende Thema, haben wir dann ein für alle Mal vom Tisch. Ja? Möchten die Deutschen mit Parallelgesellschaften leben oder möchten sie da die Staatsbürgerschaften zurückkaufen und dadurch die Parallelgesellschaften auflösen und beenden? Ja? Dann würde sich auch das Thema der berüchtigten parallelgesellschaftlichen Clankriminalität auflösen und sonstige Dinge. Das würde sich ja alles damit erledigen. Ne? Aber das sind Sachen für Volksentscheide. Ja, solche großen Themen sind Sachen, solche emotionalen Reizthemen sind Sachen für Volksentscheide. Ja? Genau. So, jetzt kommen wir zur Abstimmung 11. Schluck Wasser. Ich überfliege mal schon wieder was. Ja, da kommt die Gemeinwohlökonomie zum Zuge. Also, der Staat soll wirtschaftliche Rahmenbedingungen und steuerliche Anreize festlegen, durch die die wirtschaftliche Tätigkeit dem sozialen und ökologischen Gemeinwohl dient. Ja. Und da ist der Punkt wieder. Warum soziales und ökologisches Gemeinwohl? Dem Gemeinwohl dient, und zwar dem Wohle unserer geliebten WählerInnen. Ja, nicht irgendeinem sozialen Gemeinwohl oder einem ökologischen Gemeinwohl, sondern wieder Priorität müssen die WählerInnen haben. Die spüren sonst, dass man gar nicht ihr Wohl im Sinne hat, sondern irgendwas anderes, ein ökologisches Wohl. Ja, es geht den WählerInnen aber nicht um ein ökologisches Wohl, sondern um ihr eigenes Wohl. Ja, dafür ist ja schließlich die Wahlstimme da. Dass sie endlich mal sagen, die Leute wählen dürfen, die ihrem eigenen Wohle dienen wollen. Ja, also deswegen jetzt die Frage, wenn Sie es besser finden, was ich jetzt vorschlage, wir machen die Abstimmung 11, also zum Thema, jedes Unternehmen bekommt Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize für die Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, eventuell auch des Reichtums derselbigen, wobei natürlich es nicht sinnvoll ist, bei einem Unternehmen, dass er ihren Mitarbeitern Gehälter zahlt, quasi
den Reichtumsaspekt bei den Mitarbeitern zu stark zu berücksichtigen, denn da würde ja dann die Unternehmen in die Zwickmühle kommen. Jetzt muss ich jetzt meinem Mitarbeiter mehr Gehalt geben, nur damit der Reichtumswert höher ist. Ja? In solche Konflikte wollen wir die Unternehmen nicht bringen, sondern wir müssen ihr natürlich, der Reichtumsfaktor wird entweder nur sehr gering reingerechnet oder eben manchmal gar nicht gewichtet sozusagen, sondern aber wie überall gewichtet werden die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten. Ja? Das heißt, und zwar unserer WählerInnen und nur unserer WählerInnen. Ja? Politik machen für Leute, die nicht zur Wahl gehen, ist hochriskant. Ja? Denn dann wird man nicht von denen gewählt, die zur Wahl gehen. Ja? Und das ist dann zwar, klingt dann zwar sehr moralisch, aber liebe Parteien, unsere Kunden sind die WählerInnen, das vergessen immer viele. Ja, viele, also hier ist auch eben die Tendenz der Linksradikalen zu spüren, Politik für alles Mögliche zu machen, bloß nicht für die WählerInnen. Und davon rate ich Ihnen dringend ab. Machen Sie Politik für Ihre WählerInnen. Ja? Und nicht für irgendwas anderes. Nicht für Hunde und Katzen. Die wählen nicht. Ja? Sondern machen Sie Politik für Ihre WählerInnen. Ja? Und deswegen, also, unsere gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Unsere Variante der älteren Gemeinwohlökonomie sozusagen, die sagt, wir geben Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize, drehen also gar nicht so viel an den steuerlichen Dingen rum, das ist wahrscheinlich unkomplizierter, sondern geben Verdienstzuschüsse, je nachdem, ob ein Unternehmen eine positive oder negative Wirkung auf Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten hat. Punkt. Und damit ist das die ideale Form der Gemeinwohlökonomie. Das ist viel besser als die Gemeinwohlökonomie mit ihren fragwürdigen, willkürgekennzeichneten, staatlichen Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen und deren Willküreinschätzungen und deren Ungefähreinschätzungen. Ja? Sozusagen. Wenn Sie also für diese bessere Variante der Gemeinwohlökonomie sind, dann schreiben Sie jetzt 11 Ja, wenn nicht 11 Nein. Ja? So, 12 kommt jetzt. Eine Vermischung von politischen Ämtern und Positionen in der Wirtschaft ist weder erwünscht noch geduldet. Ebenso lehnen wir den intransparenten und machtpolitischen Lobbyismus ab. Ja, schöne Worte, aber nichts, also keine Konkretisierung. Wie wollen Sie denn das machen? Ich sage Ihnen mal, wie wir das machen als externe Reformer. Ja? Wir beenden den Lobbyismus von heute auf morgen. Denn die Einführung zum Beispiel der Wohlfühlstimme hätte sofort zur Folge, dass jeder Politiker, jedes Unternehmen, ja, stellen Sie sich vor, ein Unternehmen geht zum Politiker, überzeugt den, ein Gesetz zu machen, was seinen eigenen Kunden und seinen Anwohnern und seinen Mitarbeitern schadet, aber dem Unternehmen nutzt. Das ist ja der Zweck des Lobbyismus. Ja? Dann bekommt dieses Unternehmen wegen schlechterer Wohlfühlstimmen der Menschen keine Verdienstzuschüsse und geht pleite, trotz der höheren Profite, die es vielleicht geringfügig hat aufgrund der Gesetzesänderung. Aber in der Summe geht dieses Unternehmen pleite. Also was wird es tun? Wird sagen, ja, dann spare ich doch den ganzen Lobbyismus ein. Dann höre ich doch sofort auf mit Lobbyismus, denn ich zahle ja hinterher mehr, ich verliere ja mehr an Verdienstzuschüssen, als ich gewinne. Und dadurch wird es den Beruf des Lobbyisten von heute auf morgen nicht mehr geben. Ich mache mir keine Sorgen, das sind alles kluge Leute, diese Lobbyisten. Die werden in der Wirtschaft gebraucht, die finden sofort einen anderen Job. Ja? Oder sie arbeiten als Journalisten oder was auch immer. Ja? Also, so geht das. Ja? Und das bedeutet auch,
Dann noch der Punkt Vermischung von politischen Ämtern und Positionen in der Wirtschaft. Wie wollen Sie denn das verhindern? Bis jetzt ist das erlaubt und auch gerade nach der Karriere. Man kann ja einen Job dann auch nach der politischen Karriere in der Wirtschaft bekommen, wo man dann den Job nur bekommt wegen der Kenntnisse und der Kontakte, die man in der Politik erworben hat. Also diese Verfilzung ist so durch nicht auflösbar, sondern nur durch uns, nämlich durch die Wohlfühlstimme ist es so, dass die Politiker, jeder Politiker, der sich nur eine Sekunde mit der Wirtschaft beschäftigt oder mit Konzernen oder mit der High Society oder mit Lobbyisten, die ja sowieso dann abgeschafft sind, beendet sind, noch beschäftigen würde, gedanklich sozusagen, der wird ja generell, dessen Partei wird ja in ganz Deutschland nicht mehr gewählt, weil wer einmal in einem Bundesland schlechte Wohlfühlstimmen erzeugt, weil er mehr an die Wirtschaft denkt als an die Wähler, der wird, dessen ganze Partei wird bundesweit von niemandem mehr gewählt werden, weil ja beim Bundeswahlleiter jeder Wähler sehen kann, aha, diese Partei schafft es, hat in einem Bundesland schlechte Ergebnisse erzielt, also können die nichts. Denn sonst hätten die ja gute Leute hingeschickt, um das Problem zu lösen, also können sie es nicht. Ja? So, und das bedeutet, dass. Und wie wollen wir jetzt die Erlaubnis kriegen dafür, dass die CDU und die Grünen und also die möglichen Koalitionspartner das mitmachen? Das müssen die ja mitentscheiden, ne, indem wir denen die Erlaubnis geben für sich. Man kann ja sagen, das gilt dann nicht für die Neuparteien, aber alle Altparteien, also jetzt gesehen Altparteien verglichen mit den Neuparteien, kriegen die Erlaubnis, sich nochmal alle Formen von Bezügen nochmal kräftig zu erhöhen, sodass die dann einen finanziellen Ausgleich für die entgangenen Zuwendungen der Wirtschaft sozusagen bekommen. Und als Gegenleistung müssen sie einer totalen Demokratisierung Deutschlands durch Wohlfühlstimme, durch Vorwahlensysteme, durch Volksentscheide und alles andere zustimmen und damit letztendlich ja auch einer Beendigung ihrer bisherigen Verdienstmöglichkeiten durch ge gewisse Kontakte mit der Wirtschaft sozusagen, nenne ich es mal vorsichtig. Wenn Sie diesen konkretisierten Lösungsansatz von uns externen Reformern für gut finden, dann schreiben Sie jetzt 12 Ja, wenn nicht 12 Nein. Womit wir bei Abstimmung 13 wären. Ne? Wirtschaft und Handel, Arbeit, Steuern und Infrastruktur, Landwirtschaft und Ökologie, Wirtschaft dient dem Menschen nicht umgekehrt. Sie darf weder die Menschen noch die natürlichen Lebensgrundlagen ausbeuten bzw. zerstören. Ja, ich warne davor, diese Gleichsetzung zu machen. Die WählerInnen sind uns genauso wichtig wie die natürlichen Lebensgrundlagen. Nein, sind sie nicht. Wenn es den Wählern dauerhaft gut geht und sie kerngesund sind, lange leben, bis zu 127 Jahre alt werden und dabei noch total glücklich sind, darf dabei auch ein bisschen was von der Natur auch sozusagen benutzt werden. Also der Wähler ist das Maß aller Dinge. Und wenn es den Wählern total gut geht, dann ist auch noch die Natur gesund genug dafür, dass jetzt den Kindern und Enkeln auch gut gehen wird. Ja? Also das heißt, dieses sozusagen zwei Fässer aufzumachen. Wir machen Politik für die Natur und für die WählerInnen. Das ist ein völliges Eigentor. Sie müssen Politik machen, liebe Parteien, nur für die WählerInnen, für niemanden sonst, für Leute, die nicht zur Wahl gehen, für Tiere und Hunde und Pandabären und Eisbären und für die Natur und für alles Mögliche dürfen Sie keine Politik machen, sondern Sie müssen gucken,
dass es ihren WählerInnen gut geht, und zwar dauerhaft. Und wenn es dafür nötig ist, mit der gesamten Welt einen weltweiten Emissionshandel einzuführen für alle Luftschadstoffe, wo alle den gleichen Preis zahlen und so weiter, weil dann es den WählerInnen hier in Deutschland und in Baden-Württemberg besser gehen wird, dann müssen wir das machen. Aber nur dann und nur so weit. Ja? Also, wenn Sie es gut finden, dass die WählerInnen im Programm die erste Priorität eingeräumt bekommen sollen und alles andere dem untergeordnet wird, dann schreiben Sie jetzt bitte 13 Ja, wenn nicht 13 Nein. Abstimmung 14. Wir setzen uns daher für solidarisches und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften und für fairen Handel ein. Davor warne ich, habe ich schon letztens gemacht, mache ich nochmal jetzt zur Abstimmung, Schluck Wasser. NGO, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes von NGOs, ich höre euch trapsen. Fairer Handel, was bedeutet das auf Deutsch? Das bedeutet, wir nehmen Geld von den WählerInnen weg, bezahlen Leuten im Ausland höhere Gehälter, dann geht es denen besser und unseren WählerInnen schlechter. Da warne ich davor. Wir zahlen marktgerechte Preise, Punkt aus, fertig. Denn auf Kosten unserer WählerInnen, die Menschen in der ganzen Welt zu finanzieren und dadurch eine gnadenlose Weltüberbevölkerung letztendlich zu finanzieren, bringt nichts. Wenn Sie das auch so sehen, dann schreiben Sie jetzt 14 Ja, wenn nicht 14 Nein. Abstimmung 15. Steuersystem. Die öffentliche Infrastruktur dient dem Gemeinwohl. Ja, das ist richtig. Also deswegen vollkommen richtig, aber da brauche ich nur zuzustimmen. Unsere Kernaussage ist auch, wir müssen gucken, dass wir die positiven Anreize nicht nur für die Wirtschaft setzen, sondern für jede Behörde, Arbeitsamt, Sozialbereich, für jeden, der tätig ist, egal ob staatliche Stelle, Bürokratie, Behörde, Finanzamt, überall muss es immer die gleichen Anreize geben, egal auch ob NGO. Ja? Jedes, das irgendwie tätig ist, kriegt Verdienstzuschüsse oder kriegt keine Verdienstzuschüsse anhand dessen, dass es den WählerInnen und dass die Wohlfühlstimmen besser werden, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten. Und wer zum Beispiel wie eine NGO, also unsere Bürger, immer nur ärmer macht und den Rest der Welt reicher macht, der wird sich ganz schnell finden in einem Bereich, wo er sozusagen nicht mehr überlebensfähig ist oder vielleicht sogar extrem hoch besteuert wird und so weiter, weil wir das nicht mehr dulden werden, dass NGOs quasi unsere Bürger abzocken, viel Geld in die eigene Tasche stecken, oft sogar Probleme in der dritten Welt schaffen, nur um dann eine Argumentationsgrundlage zu schaffen haben, um dann hier die Bürger abzuzocken. Und damit das Geld von deutschen WählerInnen ins Ausland zu verschaffen, teilweise in die eigenen Taschen, teilweise ins Ausland, das werden wir wahrscheinlich dann müsste man extrem hoch besteuern, denn das fördert nicht das Wohlfühl, führt nicht zu positiven Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten unserer WählerInnen. Sie merken, ich rede auch gar nicht mehr von Bürgern, ich rede nur noch von Wählerinnen. Ja? Wenn Sie das gut finden, schreiben Sie 15 Ja, wenn nicht 15 Nein. Jetzt haben wir Abstimmung, Augenblick. 16 kommt jetzt.
15 plus 1 ist 16. Jetzt sind wir hier. 16. Ja. Ja, wir unterstützen die Umstellung der Energiewirtschaft auf Klimaneutralität und ökologische Nachhaltigkeit ohne kurzsichtige Schnellschüsse. Da will ich also auch gerade vorwarnen, habe ich auch schon gemacht. Also, wir sind bereit, wenn es wirklich für das Wohlfühlen unserer WählerInnen und für die Gesundheit und die Langlebigkeit unserer Bürgerinnen, nein, nicht unserer Bürgerinnen, unserer Wählerinnen wichtig ist, unterstützen wir auch ein weltweites, alle Luftschadstoffe umfassendes Emissionsabkommen, Emissionshandelabkommen. Professor Hans-Werner Sinn hatte da den Club der Willigen vorgeschlagen, von dem Nobelpreisträger Nordhaus. Aber meine Meinung ist, dass die ärmeren Länder mit dem Emissionshandel beginnen sollten, weil sie ja angeblich ja auch am meisten von der Klimaerwärmung angeblich bedroht seien. Dieses Begriff Climate Justice, also Klimagerechtigkeit, ist ein Manipulationsbegriff, also ein parasitäres Meme, ein Killervirus des Geistes, ein vorteilbringender Irrtum von NGOs, die uns dazu bringen möchten, sozusagen wieder Geld von unseren Wählern zu nehmen und es in die dritte Welt zu pumpen und dort sozusagen die Überbevölkerung zu vergrößern. Sozusagen. Und dem folgen sollte man natürlich nicht folgen. Also, wenn Sie das gut finden, dass wir nicht manipulativen, parasitären Memen, Killerviren des Geistes, vorteilbringenden Irrtümern von NGOs folgen, sondern dass wir den Vorteil unserer Wählerinnen im Blick haben, nämlich das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit, die langfristige Gesundheit, der deutschen und baden-württembergischen Bürger, dann schreiben Sie jetzt 16 Ja, wenn nicht 16 Nein. Wir setzen uns für Umwelt- und Tierschutz ein, sowie für die Umstellung der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft haben wir schon gemacht und jetzt Tierschutz. Kann ich auch nur warnen davor. Wir setzen uns, mein Alternativvorschlag ist, denn das sind auch wieder NGO, das sind wieder Manipulationsbegriffe, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, vorteilbringende Irrtümer der NGOs. Und die Bürger spüren, dass das bis jetzt ein NGO-Programm ist und kein wählerfreundliches Programm. Sondern hier geht es darum, das ist eigentlich, das sind Werbesprüche, wie man sie kennt, wenn es darum geht, die Wählerinnen abzuzocken und sie zu Spenden zu bewegen. Ich kriege das immer mit, wenn die Leute dann auf so quasi vor den Supermärkten angesprochen werden und dann moralisch manipuliert werden. Sie wollen doch auch ein Gutmensch sein und dann spenden sie doch für den Tierschutz. Und dann werden unsere Wählerinnen ärmer, wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, werden Gehirn gewaschen durch diese parasitären Meme und diese Killerviren des Geistes, die auf den vorteilbringenden Irrtümern dieser NGO-Mitarbeiter beruhen. Und dadurch kriegen die dann ein gutes Gehalt. Unsere Wählerinnen werden ärmer, werden abgezockt, und haben am Ende für Tierschutz gespendet, was sie in Wirklichkeit gar nicht interessiert. Ja? Worüber sie sich vielleicht hinterher ärgern. Ne? Denn, ich habe es schon erklärt, Löwen, Tiger, Leoparden, Geparden und Menschen haben eine ganz natürliche, gesunde Grausamkeit gegenüber ihren Beutetieren. Und Nutztiere sind ja nichts anderes als Beutetiere oder Wild, das man schießt oder so. Und diese natürliche Brutalität, die kann man natürlich durch eine Hypermoralität versuchen zu zerstören, wie das versuchen die NGOs zu machen, weil die das für ihre Geschäftsinteressen brauchen. Aber das in ein Parteiprogramm zu schreiben, ist unsinnig, sondern
Dann kriegen sie nämlich genauso viele Stimmen, wie noch übrig bleiben, wenn die Tierschutzpartei schon alle ihre Stimmen bekommen hatte oder die Tier-Mensch-Umwelt-Partei schon ihre Stimmen bekommen hat. Ne? Ich kann Sie als Partei nur davor warnen. Nein, sagen Sie doch einfach, wir sorgen für diejenigen Leute, die unbedingt doch noch trotz alles Wissens um die Ungesundheit trotzdem Fleisch essen wollen. Da sorgen wir für gesundes Wildfleisch und gesundes Nutztierfleisch und insofern für eine höhere artgerechte Haltung, weil nämlich automatisch unsere Marktleiter, Restaurantleiter und Kioskleiter werden alle auf ökologisches Fleisch setzen und damit auf, weil eben ein besser gehaltenes Tier auch gesünderes Fleisch liefert. Und da das dann das oberste Ziel jedes Marktleiters, Kioskleiters, Restaurantleiters sein wird, werden wir hochwertiges, ökologisches, biologisches Fleisch bekommen. Und das ist dann gut für Ihre Gesundheit, liebe WählerInnen. Kostet vielleicht ein paar Cent mehr. Aber und dann geht es dabei nebenbei auch den Tieren besser, denn den Tieren, denen es besser geht, die liefern auch ein gesünderes Fleisch für sie. Und damit können die WählerInnen leben. Aber mit Tierschutz um des Tierschutzes willen können die WählerInnen nicht leben, sonst hätten sie schon längst die Tierschutzpartei gewählt. Also diese Grundidee, Tieren Menschenrechte zu geben, manche wollen ja sogar der Natur Menschenrechte geben. Nein, die Menschenrechte gelten erstmal nur für unsere WählerInnen. Natürlich gelten die auch für die Nichtwählerinnen. Aber interessieren dürfen sie uns als Parteien doch nicht. Als Parteien interessieren uns nur unsere Wählerinnen und deren Menschenrechte. Und dann interessieren uns unsere Nichtwählerinnen und dann erst irgendwie, und dann gibt es keine Menschenrechte mehr, weder für die Natur noch für die Tiere. Ja? Und natürlich brauchen wir unsere Bestäubungsinsekten und alles. Aber so wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem, was wir machen, nämlich dass die gesamte Landwirtschaft auf Permakultur und Bi super Bio und super ökologisch umgestellt wird, durch diese die neuen positiven Anreize für die Marktleiter. Damit kriegen wir ja automatisch eine Erholung unserer Bestäubungsinsekten. Ne? Ja. Wenn Sie für all das sind, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, schreiben Sie 17 Ja, wenn nicht 17 Nein. Finanzen. Die Finanzpolitik hat allen Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Ja, das gilt ja generell für die gesamte Wirtschaft, ne? Die muss den Wählerinnen dienen, nicht allen Menschen. Denken Sie mal mehr in Kategorien von Wählerinnen. Sprechen Sie bitte nicht mehr von Menschen, nicht mehr von Bürgern, nicht mehr von irgendwas, sondern nur noch von WählerInnen. Konzentrieren Sie sich mal darauf, dass Sie gerne gewählt werden möchten. Denn sonst sagen Sie quasi den WählerInnen, ja, ich möchte eigentlich nicht gewählt werden. Denn alles andere interessiert uns, aber nicht ihr Wählerinnen. Ihr seid für uns nur so, ihr sollt uns eure Stimme geben, aber ihr interessiert uns eigentlich gar nicht. Ja? Und seien Sie vorsichtig, das kommt bis jetzt in diesem leicht linksradikalen Programm, kommt das bis jetzt so rüber. Deswegen empfehlen wir Ihnen ja, sich an der bodenständigen, echten, naturwissenschaftlichen Linken zu orientieren, also an uns und an all den anderen Professoren, die da bodenständiger sind, ja, ein bisschen wählerbezogener, ne? Ja. Machen wir das doch zur 18. Abstimmung. Wenn Sie generell das gut finden, dass das ganze Parteiprogramm wählerorientiert umgeschrieben wird, dann schreiben Sie bitte jetzt 18 Ja, wenn nicht 18 Nein. 19.
Eine Finanzpolitik, die zum Beispiel über Zins und Zinseszins im Ergebnis zur Umverteilung von unten nach oben und von arm zu reich nach sich zieht, ist ungerecht und hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten als nicht nachhaltig erwiesen. Zins und Zinseszins, da kann ich Sie nur warnen, da machen Sie jetzt quasi das linksradikale Konzept eines Silvio Gesells auf, das quasi direkt bei Karl Marx liegt, ja. Stellen Sie sich vor, Sie selbst haben 40 Jahre hart gearbeitet, haben jetzt 200.000 Euro auf dem Konto. Und dann geht ja Ihre Bank hin und leiht das Geld und damit Ihre gespeicherten 40 Jahre Arbeitskraft, leiht sie einem Jungunternehmer, einer Jungunternehmerin, und die stellt dafür Leute ein und gibt denen Geld. Dadurch ruft sie Arbeitskraft hervor und löst Arbeitskraft aus und verdient dann Geld. Wenn jetzt aber die Bank keinen Zins mehr bekommt, weil Zins und Zinseszins verboten sind, ja, dann haben sie ihr Geld und verlieren ihr Geld. Denn der Staat hat ja, mittlerweile ist ja so, dass ihr Geld sowieso schon ständig an Wert verliert. Ne? Ihre 200.000 Euro sind ja nach einiger Zeit schon deutlich weniger wert, ganz normal bei uns in Deutschland. Und das wird sich wohl auch kaum noch ändern, besonders wenn im Moment ja alle Probleme mit der Gelddruckmaschine gelöst werden, dann ist es ganz klar so, dass der Wert jedes einzelnen Geldscheines sinkt, wenn ich immer mehr rausgebe sozusagen. Schluck Wasser. Und wenn ich aber Zins und Zinseszins verbiete, bedeutet das, dass Ihr Geld noch viel schneller als bisher verfällt. Ihre 200.000 Euro werden immer noch viel schneller wertlos oder wertärmer. 195.000, 190.000, 180.000, ja, geht ständig bergab, der Wert Ihres Geldes, weil sie war quasi kein Zins mehr erhoben werden darf. Und der Zins ist ja nichts anderes als dafür, dass ja die Bank das Risiko eingeht, der Jungunternehmerin Geld zu leihen, obwohl sie gar nicht weiß, ob sie das Geld jemals zurückkriegt. Und dieses Verlustrisiko auszugleichen, dafür ist ja der Zins da. Ja? Und wenn man das einfach so abschafft, ich weiß nicht, also das klingt für mich sehr linksradikal, das läuft nämlich darauf hinaus, dass die Leute mit ihren 200.000 Euro Vermögen viel schneller als bisher enteignet werden. Es ist eigentlich ein Enteignungsprogramm. Und mit solchen linksradikalen Enteignungsprogrammen wie Silvio Gesell, mit solcher, ich sag's mal ganz hart, mit solchen Traumtänzereien verschrecken sie wieder so und so viel Prozent aller möglichen Wählerinnen. Nämlich alle, die ein kleines Vermögen haben, denn die spüren ja, dass darüber natürlich ihr Vermögen am Ende gemindert wird. Ja? Und also genau genommen müssten sie den Wählerinnen ganz ehrlich sagen: Liebe Wählerin, wir wollen ihr Vermögen mindern. Das sagt man halt nicht, man redet dann verklausuliert über Zins und Zinseszins, dass das irgendwie schädlich sei. In Wirklichkeit müsste man aber ehrlich sagen, ins Parteiprogramm schreiben, wir wollen ihr Vermögen verkleinern. Und dann gucken Sie mal, wie viele Wähler noch übrig bleiben, wie viele Wähler Ihnen noch übrig bleiben. Wenn Sie das sinnvoll finden, diesen Punkt zu streichen und diesen ganzen linksradikalen Töne rauszustreichen. Und wie gesagt, natürlich wollen wir, dass die Schere zwischen Arm und Reich zusammengehen soll, aber bitte eins nach dem anderen. Ja? Also, wenn Sie das alles gut finden, was ich zuletzt gesagt habe, schreiben Sie 19 ja, wenn nicht 19 nein. Jetzt machen wir 20, das ist die letzte Abstimmung für heute, dann wohl 20.
Da auch die Finanzpolitik eine den Menschen dienende Funktion haben muss und nicht im Widerspruch zur Säule der Freiheit und Umstehung, ist der Bargeld, ist ja selbstverständlich, dass wir das Bargeld erhalten müssen, kein Problem. Zur Realisierung echter Basisdemokratie streben wir ein bedingungsloses Grundeinkommen an. Jetzt laufen Ihnen Scharen an Wählerinnen weg, denn die müssen dieses bedingungslose Grundeinkommen ja bezahlen. Professor Hans-Werner Sinn hat vorgerechnet, dass das richtig viel Geld kostet. Das heißt also, wir haben ja jetzt schon ein viel zu hohes Hartz IV, was ja Ihre Wählerinnen alle bezahlen müssen. Das bezahlt ja jeder dieser Wählerinnen, die Sie wählen sollen, der zahlt das ja. Die Empfänger für ein bedingungsloses Grundeinkommen wären, die gehen wahrscheinlich gar nicht zur Wahl. Ja? Und sie machen jetzt wieder hier Politik für Leute, die gar nicht zur Wahl gehen. Und die zur Wahl gehen, die müssen das bedingungslose Grundeinkommen bezahlen. Denn die müssen ja jetzt schon das Hartz IV bezahlen. Denn diese Illusion, dass die Reichen das Hartz IV bezahlen würden, das stimmt ja nicht. Die Reichen zahlen von dem Hartz IV und dem bedingungslosen Grundeinkommen so viel, bis sie sagen, es reicht mir. Denn die haben alle Milliarden der Welt, um ihr Unternehmen und ihre Gelder aus Deutschland rauszutransportieren. Beispiel nochmal Michael Schumacher, der Rennfahrer, hat sein Geld in die Schweiz transportiert und ist Schweizer Staatsbürger geworden. Und jetzt kriegen wir keinen Cent mehr in Deutschland von Michael Schumacher, weil der keine Lust mehr hatte, sich von den deutschen Steuern abzocken zu lassen. Ja? Also das heißt, und was bleibt übrig? Wir sind jetzt ärmer geworden. Michael Schumachers Millionen fehlen uns jetzt in Deutschland. Ja? Und die führen dazu, dass alle Menschen in Deutschland jetzt ärmer geworden sind, weil uns die Millionen von Michael Schumacher fehlen. Ja, und genauso läuft das überall. Und jetzt deswegen am Ende bleibt die Bezahlung von Hartz IV und dem bedingungslosen Grundeinkommen immer noch großenteils an unseren Wählerinnen hängen. Nicht nur an den wenigen Reichen, die auch was beitragen, aber auch die ganzen Arbeitnehmerinnen. Gucken Sie doch mal als Arbeitnehmer, wie viel zahlen Sie denn an Arbeitslosenversicherung zum Beispiel, ja? Das wollen wir mit der echten linken Politik auf Null bringen. Ja, wir wollen ja Null Arbeitslosigkeit und Null Obdachlosigkeit. Und dann zahlen sie auch gar am Ende Null Arbeitslosenversicherung. Da wollen wir hinkommen. Das ist soziale Politik. Das ist echte linke Politik. Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen stammt wieder aus der Idee irgendwelcher Sozialspartler, irgendwelcher NGOs, ja, und ist irgendwie wieder, sind wieder parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, und am Ende ist es so, dass die Wählerinnen natürlich spüren, dass sie das bezahlen sollen. Und die zahlen jetzt schon ein viel zu hohes Hartz IV, denn das haben wir ja, wir machen ja ständig Experimente. Ich habe das ja schon oft beschrieben, dass ich, wenn ich will, kann ich mich kerngesund ernähren von 30 bis 50 Euro im Monat. Kann ich mich kerngesund ernähren in Deutschland. Ja? Und wozu brauchen die Leute ein Hartz IV von, was weiß ich, 500 Euro ungefähr? Das soll ja nur eine Notüberbrückung sein. Aber das müssen doch die Wählerinnen bezahlen. Eher würde ich Ihnen empfehlen, wir müssen über die Erzeugung von Null Arbeitslosigkeit erzeugen und dann ist es sowieso egal. Dann bezieht sowieso keiner mehr Hartz IV und dann brauchen wir es auch nicht zu senken. Also wir brauchen da jetzt kein Fass aufzumachen, was unnötig ist. Da wir sowieso das Ziel hätten, Null Arbeitslosigkeit, braucht auch niemand mehr ein bedingungsloses Grundeinkommen, auch niemand mehr ein Hartz IV. Ne? Also und für die ganz wenigen, die es dann noch bekommen, da kann man dann drüber nachdenken, ob man das etwas kleiner macht nach und nach oder nicht. Das ist alles irrelevant. Ja? Aber wenn Sie es für sinnvoll finden, also wenn Sie es jetzt gut finden, dass man das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen erstmal lieber streichen sollte, und höchstens nachdenken und diskutieren sollte über ein, ja, wenn wir es ersetzen sollten, wir sind bereit,
In einer Region ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen testweise einzuführen und genau zu gucken, ob das zum wirtschaftlichen Ruin dieser Region führt oder nicht. Und davon werden wir dann abhängig machen. Und das würde dann aber bedeuten, dass die Menschen, die dort 18 Jahre alt sind und älter, dass die bis zu ihrem Tode dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen müssen. Sonst kann man ja nicht gucken, welchen Effekt es auf die Menschen hat. Denn Götz Werner verspricht uns ja schließlich wundersame Dinge, nämlich dass die Menschen plötzlich alle Menschenfreunde werden und plötzlich alle in der Gesellschaft mit anpacken und kreativ und innovativ den Wohlstand aller und die Gesundheit und den Wohlstand aller Bürger mehren werden und so weiter, weil sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Und deswegen müssen wir dann genau gucken, entwickelt sich das Wohlfühlen, die Gesundheit und Langlebigkeit sich positiv unter diesen Bedingungen, und der Reichtum sich positiv in der Region, wo das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wurde, oder führt es zu einer drastischen Zerstörung der Lebensqualität in dieser Region? Ja? Und wenn Sie das gut finden, dieses Experiment gut finden, das ja diese Sache ein für alle Mal klären würde, dann schreiben Sie jetzt 20 Ja oder Nein. Ja, das war's doch für diesen ersten Weihnachtstag, zumindest für die erste Sendung. Ich brauche meine Stimme nachher noch. Ja, tschüssi, bis bald, vielleicht heute Nachmittag oder morgen die nächste Sendung. Tschüssi, bis bald. Das war also die dritte Sendung zum Wählen, ja. Und weiter geht's beim nächsten Mal mit Kultur und Sport oder vielleicht erstmal dann wieder mit Wir 2020. Tschüssi, bis bald.